Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Jeder Bürger dieses Landes dürfte sich noch an die Worte des deutschen Gesundheitsministers Jens Spahn erinnern. Er werde niemanden zwingen, sich impfen zu lassen. In Deutschland werde es keinen Impfzwang geben und eine Impfpflicht hätte die Bundesregierung überhaupt gar nicht geplant. Wir alle hätten sein Wort. Nun, was ist das Wort von Jens Spahn wert, lange Zeit nachdem er dieses Versprechen gegeben hat? Offensichtlich gar nichts mehr. Denn Jens Spahn plant nun etwas, das ist wirklich unfassbar und es belegt auch, was für ein groteskes Menschenbild führende Politiker in diesem Land haben. Bleibt also unbedingt dran bei diesem brisanten Beitrag. Dass man Ungeimpfte systematisch diskriminieren will, das ist mittlerweile offensichtlich. Und in sehr vielen Bereichen des Lebens ist das schon trauriger Alltag geworden und es wird kaum noch hinterfragt. Und sehr viele Menschen nehmen es auch so hin und sagen sich, ja gut, es ist natürlich richtig bitter, dass man jetzt nicht mehr rausgehen kann, zum Beispiel in Restaurants, oder dass man nicht mehr ins Kino kommt, oder dass man nicht mehr Veranstaltungen darf ohne Testnachweis. Das ist ja die eine Sache, aber das sind ja alles mehr oder weniger Privatvergnügen ist es. Also man kann sagen, das sind Dinge, die braucht man im Leben nicht unbedingt. Keiner stirbt, wenn er nicht ins Theater geht. Auch wenn der gesellschaftliche Ausschluss von Menschen deshalb nicht weniger bedenklich ist. Anders ist es jetzt damit, was Jens Spahn, was die politischen Verantwortlichen in den Gesundheitsministerien der Länder gerade planen. Denn das haut dem Fass wirklich den Boden raus. Es geht nämlich darum, dass die 3G-Regel auch für Arbeitsplätze kommen soll. Und das ist ganz wichtig. Es wäre praktisch ein staatlicher Eingriff in die Privatwirtschaft. Also auch wenn Firmen zum Beispiel 3G gar nicht umsetzen wollen, würde der Staat Firmen verpflichten, 3G umzusetzen. Und das ist wirklich sehr problematisch, weil wie gesagt, der Staat dann in die Wirtschaft eingreift und Unfreiheit praktisch zur Gesetzeslage machen würde. Und da würden natürlich Millionen Menschen betroffen sein, vor allem wenn es ja darum geht, dass es konkret bei den Berufen passieren soll, wo man Kundenkontakt hat. Also das heißt zum Beispiel jemand, der irgendwo am Schalter arbeitet bei einer Bank oder jemand, der am Einzelhandel der Kasse sitzt, der müsste sich jeden Tag testen lassen, wenn eben diese Testordnung so angepasst werden würde. Und das könnte natürlich ein regelrechtes Fiasko werden, wenn die Kosten für diese Tests bald nicht mehr bezahlt werden. Weil da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Arbeitgeber zahlt diese Tests, wird aber dann alles tun, um ungeimpfte Angestellte loszuwerden, weil die ein riesen Kostenfaktor werden würden. Oder das noch schlimmere fast wäre dann, dass eben der Angestellte selbst zahlen müsste. Jemand, der einen ganz normalen Job hat, müsste praktisch den Job dann aufgeben, weil das schlichtweg nicht finanzierbar wäre. Lesen Sie hier mal in die Quelle rein, Tagesspiegel, was uns genau droht. Da steht nämlich, 3G-Regel soll offenbar auch für Beschäftigte mit Kundenkontakt gelten. Bisher gilt die 3G-Regel nur für die Kunden und Besucher von Geschäften, Betrieben und Einrichtungen. Einem Medienbericht zufolge könnte sich das bald ändern. In einer Beschlussvorlage für die Beratungen heißt es demnach, die Länder sind sich einig, dass die mittlerweile in vielen Bundesländern geregelte 3G-Nachweispflicht als Voraussetzung zum Zugang zu Betrieben, Einrichtungen oder sonstigen Angeboten mit direktem Kundenkontakt nicht nur für Kundinnen und Kunden, Besucherinnen und Besucher oder sonstige externe Personen, sondern auch für Beschäftigte gelten soll. Also wir haben das hier nochmal schwarz auf weiß. Das ist wirklich etwas, wo man sich schon einig ist, wo eher die Frage ist, wann wird es konkret umgesetzt, als ob es umgesetzt wird, weil dass es kommen wird, gilt schon als relativ sicher. Und warum? Weil Jens Spahn sich persönlich dafür massiv einsetzt. Und das Schlimme ist, das muss man dieser Berichterstattung hier ganz klar anmerken, Jens Spahn ist sich durchaus bewusst, was für Konsequenzen es für die Menschen hat. Es ist ihm schlichtweg egal. Und von was für einem Menschenbild zeugt das denn bitte, wenn Jens Spahn sich hinstellt und dann auch noch verteidigt, es wäre richtig, dass die Corona-Tests kostenpflichtig werden würden, weil das eine Gerechtigkeit gegenüber dem Steuerzahler wäre. Wo soll man da eigentlich anfangen? Ungeimpfte Menschen zahlen doch genauso Steuern. Warum sollen die also für ihre Tests trotzdem zahlen müssen? Wofür zahlen dann diese Menschen eigentlich Steuern, wenn von diesen Steuern sowieso nichts für sie getan wird? Also wenn das gerecht sein soll, dann weiß ich auch nicht. Aber Jens Spahn ist sich wirklich darüber bewusst. Er macht diese Beschlussvorlage hier und sagt ganz klar, es kann sein, dass wirklich die Kosten abgewälzt werden, die ja durch die kostenpflichtigen Tests entstehen. Und da sollen die Arbeitnehmer selber schauen, wo sie bleiben. So nach dem Motto, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen, ist es egal, ob sie ihren Job weiter behalten können. Ist das nicht sozial? Kommen wir nun aber zum wichtigsten Aspekt dieses Videos.
Warum ist das Ganze so gefährlich und warum sagt das Ganze wirklich sehr viel über das Handeln von Spanien und über das Handeln der Regierung aus? Nun, es ist ja klar, man gibt so viel Geld aus für diverse Posten im Bundeshaushalt, wo man sich echt die Frage stellen könnte, muss das denn wirklich sein? Aber für die Tests für die eigenen Bürger ist nichts da. Und das ist eben das Schlimme. Wenn der Staat immer weiter auf diese Tests besteht, dann muss er sie auch finanzieren. Weil kaum einer macht diesen Test doch freiwillig. Allein schon, dass es diesen Testzwang gibt, das ist doch ein Problem. Und jetzt kommen wir wirklich zum zentralen Punkt. Es geht hier, und das muss man so klar sagen, um die Diskriminierung von Menschen. Es geht darum, Ungeimpften das Leben möglichst schlecht zu machen. Und das ist ein wahrer Skandal, weil es macht wirklich ansonsten gar keinen Sinn. Warum soll es zum Beispiel jetzt auch am Arbeitsplatz so eine Nötigung, so eine Folter von Menschen geben? Das ist etwas, das können Menschen nicht vermeiden. Niemand kann es vermeiden, zur Arbeit zu gehen. Das ist wirklich so, dass wir die Menschen praktisch hier richtig in die Enge treiben will. Und alle, die gesagt haben, okay, ich brauche euer Theater nicht, ich brauche euer Kino nicht, ja, dann schließt mich halt aus als Ungeimpfter. Diesen Leuten sagt man, ja, ist ja schön, aber deinen Job, den brauchst du schon. Also wenn das jetzt kein Impfzwang ist, dann weiß ich auch nicht, weil keiner kann ja sagen, er geht von heute auf morgen nicht mehr arbeiten. Das will der Staat ja wahrscheinlich auch nicht. Deswegen muss man schon ganz klar sagen, das hier ist eine ganz neue Dimension und es könnte wirklich dazu führen, dass sehr viele Menschen ihren Job verlieren, entweder deshalb, weil die Unternehmen diese Tests nicht zahlen wollen oder eben, weil es an die Beschäftigten weitergeleitet wird und die das sich gar nicht leisten können. Was da auch kommt, es ist wirklich ein Desaster. Wenn das Ganze nicht so ernst wäre, dann wäre es schon fast lustig. Und warum, das zeige ich euch jetzt. Das Ganze ist wirklich nur noch ein rein ideologischer Kampf und ich werde jetzt belegen, warum das Ganze wirklich gar nichts mehr mit Fakten zu tun hat, sondern nur noch von irgendeinem Bauchgefühl von Leuten wie Karl Lauterbach ausgeht. Richtig, Karl Lauterbach. Wenn es eine Sache gibt, die noch schlimmer ist als Jens Spahn als Gesundheitsminister, dann ist es ein möglicher Nachfolger. Denn da der deutsche Wähler ja wieder extrem intelligent war, haben wir eine gute Chance, dass Karl Lauterbach der nächste Gesundheitsminister wird für die SPD. Und das könnte fatale Folgen haben, weil Karl Lauterbach, der will ja sogar 2G an Arbeitsplätzen. Das würde also heißen, dass man nur noch genesen und geimpft überhaupt arbeiten gehen darf. Also wie das funktionieren soll, dass alle Ungeimpften dann praktisch für immer arbeitslos sein sollen oder wie hat er sich das vorgestellt? Aber kommen wir nun wirklich zum wichtigen Aspekt, kommen wir zur Widerlegung von Karl Lauterbach. Dieser Mann liegt uns schon seit Monaten in Ohren, die Impfquote wäre zu niedrig und nur deshalb könnte man keine Corona-Maßnahmen lockern. Und jetzt kam raus, und das RKI hat das auch bestätigt, dass die Impfquote viel, viel höher liegt, als es angenommen wurde und dass die Impfquote jetzt auf demselben Level ist wie in Ländern, wo schon lange die Corona-Einschränkungen aufgehoben worden sind. Wo sind also nun die Argumente von Leuten wie Karl Lauterbach? Sie sind schlichtweg nicht mehr vorhanden. Das muss man so drastisch sagen. Das heißt aber nicht, dass Lauterbach daraus lernt. Im Gegenteil. Der stellt sich jetzt wirklich hin und sagt schon wieder, uns würde ein schwerer Winter bevorstehen. Und da fragt man sich schon, anhand welcher Daten wird denn das bitte festgemacht? Wo soll dieser schwere Winter herkommen, wenn wir eine Top-Impfquote haben, wenn wirklich die Menschen sich nach ihrer Freiheit sehnen und diese auch wieder zurückverdient haben? Was kann ein Karl Lauterbach dem noch entgegenhalten? Das Ganze ist doch nur noch ideologisch. Wo wir beim Thema ideologisch sind. Dieser Mann stellt sich auch wirklich hin und behauptet, die AfD wäre scharf darauf, das Blut von Politikern zu sehen. Und ich denke mir nur so, hä? Ja, wer kennt sie nicht, die Plakate von der AfD, wo drauf stand, ja, wir wollen unbedingt mehr Blut von Karl Lauterbach, die Vampirplakate. Wer kennt sie nicht? Also ganz ehrlich, Spaß beiseite. Karl Lauterbach hat wahrscheinlich einfach zu viele Vampirfilme geschaut. Ich verstehe ansonsten nicht, wie man zu solchen Äußerungen kommt. Und das Statement muss klar sein, Jens Spahn ist ein Desaster als Gesundheitsminister. Aber wenn Karl Lauterbach Nachfolger wird, das darf es echt nicht sein. Wir brauchen wirklich eine komplette Wende der Corona-Politik. Und wenn ihr das auch so seht, bitte ich euch, teilt dieses Video hier überall und klärt die Menschen auf, was da eigentlich gerade für Machenschaften am Werk sind. Man muss es wirklich in aller Deutlichkeit in dieser Analyse hier als Fazit hinstellen. Wer sich jetzt noch gegen einen Freedom Day stemmt, der macht das wirklich aus rein ideologischen Gründen. Der will einfach weiter harte Einschränkungen. Der will einfach weiter, dass die Bürger weniger Freiheit haben. Und der ist generell ein Fan von autoritärer Politik. Das hat man bei Markus Söder schon deutlich gesehen, den ich ja auch schon oft analysiert habe. Karl Lauterbach ist da auch so ein Kandidat. Und ja, auch Jens Spahn hat hier wirklich für mich ein sehr schockierendes Geständnis abgelegt, was sein eigentliches Menschenbild ist, nämlich, dass es vollkommen egal ist, ob irgendjemand weiter seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Interessiert doch unseren Jens Spahn nicht, der da einfach knallhart sagt, wenn man ungeimpft ist, tja, dann soll man schon schauen, wie man da irgendwie getestet zur Arbeit kommt. Die Tests haben wir jedenfalls schön kostenpflichtig gemacht. Wie teuer die genau werden, das werden wir schon sehr bald sehen. Es wird
wird auch regional unterschiedlich sein, sagen die ersten Berichte. Aber man kann schon sagen, wenn da wirklich jemand jeden Tag zur Arbeit gehen muss, dann könnten das mehrere hundert Euro im Monat sein. Und das kann ein normaler Mensch einfach nicht bezahlen. Deswegen muss man ganz klar sagen, hier läuft etwas gewaltig schief. Und ich sehe es auch als meine Aufgabe als freier Journalist an, solche Missstände wirklich aufzudecken. Auch wenn ich jetzt schon wieder genau weiß, dass dieses Video einige wieder massiv stören wird. Diese ganzen Menschen, die ja gar nicht genug Corona-Maßnahmen bekommen können, die ja gar nicht genug Unfreiheit bekommen können. Ich sage ganz klar, wir müssen hier wirklich dranbleiben für die Freiheit. Und ich sage auch ein ganz großes Dankeschön raus an euch alle, die mich immer unterstützen, die meine Arbeit unterstützen und die auch meine Arbeit weiterhin ermöglichen, indem sie diese freiwillig finanziell unterstützen. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, die blende ich euch im Video ein und sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und wirklich ein ganz großes Dankeschön an jeden Förderer meiner Arbeit. Das bedeutet mir echt viel und ich bin euch allen da wirklich sehr dankbar für eure Unterstützung. Abonniert gerne jetzt noch diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich freue mich sehr, wenn wir uns schon bald zum nächsten Video hier wiedersehen. Bis dann, ciao.